Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es mal wieder ein Pfeifen-Review. Heute geht es um die Noble One von Noble Dust. Die erste Pfeife aus dem schon für so manche ausgefallene Zange bekannte Marke Noble Dust. Wir sind sehr gespannt, Leute. Intro und dann gucken wir uns als erstes mal an, was alles so dabei ist und wie wir das Ganze aufbauen. So Leute, dann kommen wir mal zum Aufbau von der Noble Dust. Ich würde sagen, wir fangen hier an mit der Base. Ihr seht schon eine sehr, sehr kleine filigrane Base. Hier drüben ist noch der 18/8er Schliffanschluss. Das hier ist der mitgelieferte 18/8er Schliffadapter. Man muss natürlich dazu sagen, ihr seht das auch schon, der ist ordentlich gekürzt. Der ist sogar noch ein bisschen kürzer als der von der Aeon. Was bedeutet das? Der hier passt natürlich in alle anderen 18/8er Schliffanschlüsse, aber alle anderen 18/8er Schliffanschlüsse, die passen nicht auf diese Pfeife hier. Das heißt, ihr braucht wirklich genau diesen Adapter, den ihr dann hier in die Base packen könnt. So sitzt das Ganze dann drinnen. Natürlich würde hier schon euer Schlauch drüber sein und bis da unten dran gehen. Hier oben sehen wir noch, wo die Löcher drinnen liegen. Ist auf jeden Fall alles schön sauber gearbeitet. Ich habe keine Verarbeitungsmängel. Ich halte mal gerade die Löcher zu und dann gucken wir nochmal unten in die Base, auch da sehen wir, sehr, sehr schön verarbeitet. Keine Verarbeitungsmängel jeglicher Art. Schön, dass die hier das Entlüftungssystem noch so gut in die Base hier mit reingebracht haben. Weil, sind wir mal ehrlich, guckt euch mal einfach meinen Daumen nebendran an. Also das ist schon, die Base ist so zweimal mein Daumen, dreimal mein Daumen. Die ist schon sehr, sehr süß und klein und filigran und so. Deswegen krass, dass die da noch sowas mit reingebracht haben. So, wenn wir die Pfeife jetzt zusammenbauen, haben wir als erstes hier diesen Ring. Den setzen wir da drauf und aus diesem kleinen Schlitz hier oben, da kommt dann der Rauch später raus. So, wir nehmen hier unsere Rauchsäule, schrauben das hier zusammen fest, also die einfach hier rein. Die Gewinde laufen auch sehr, sehr nice, hören sich nicht schlecht an, laufen wunderbar. So, jetzt ist es fest. Könnte zwei Umdrehungen kürzer sein, aber ist jetzt auch nicht schlimm. So, hier, wie gesagt, die Sleeves, ne, da kommen wir ja nochmal drauf, es gibt ganz viele verschiedene Sleeves. Hier nebendran habe ich zum Beispiel noch das Holz-Sleeve, sieht auch sehr, sehr geil aus. Es gibt mittlerweile auch Epoxy-Sleeves, die zusammen mit Mose gefertigt werden, was auch mega geil ist. Aber hier habe ich jetzt eben Bock auf das Sleeve. So, ihr müsst euch vorstellen, dieses Teil verschraubt man jetzt hier drauf und vorher packt man halt hier das Sleeve drum, sodass man dann hier ganz normal einen 18/8er Kopfschliff habt. Ja, hier haben wir noch das Tauchrohr, da steht auch nochmal Noble Dust drauf. Ja, da seht ihr es ganz leicht. Ihr habt einen abschraubbaren Diffusor, der auch sehr easy auf und ab geht. Ja, wenn ihr ohne den aufgeschraubten Diffusor raucht, sieht das halt so aus. Ist aber, finde ich, kein großes Problem, weil wir ja eh eine Milchglasbowl jetzt in dem Fall hier haben. So, den schreiben wir aber auf. Ich mag es auf jeden Fall lieber mit. Die andere Pfeife rauche ich dann ohne. Das heißt, ihr seht das dann auf jeden Fall nochmal. Was geil ist, das hält jetzt hier halt alles schon, ne? Und dann können wir hier noch das Tauchrohr reinschrauben. So. Und dann haben wir den Part auf jeden Fall fertig. Oben packen wir jetzt einfach noch den Kohleteller drauf. Den habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Den habe ich hier schon zusammen. Einfach hier 18/8er Schliff, zack, rein. Und fertig ist das Ganze. Dann packen wir das auf die Pfeife. Beziehungsweise muss ich die Pfeife auf jeden Fall nochmal mit in die Küche nehmen. Also, so baut man die Pfeife auf. Relativ einfach erklärt, relativ schnell gemacht. Ich mache mal Wasser in die zwei Pfeifen und dann sehen wir uns im Review wieder. So, ihr habt den Aufbau gesehen. Und danach hangeln wir uns wie gewohnt bei so einem Review an ein paar Punkten entlang. Aber erstmal vorneweg eine kurze kleine Story, wie ich überhaupt auf diese Pfeife gekommen bin. Ich habe sie jetzt schon definitiv ein paar Tage länger, aber es gibt trotzdem einen Grund, warum sich das Review genau jetzt eben anbietet. Wir müssen ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Letzten Winter, also schon gut 8 Monate her, war ich auf dem Aeon Wintertreffen. Bin da ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen mit den Leuten gequatscht und habe da eine Pfeife gesehen, die ich kurz vorher bei Aljoscha, also bei Who Caves, in der Insta-Story gesehen habe. Und zwar war das diese hier, die Noble One. Hab die halt gesehen bei den Jungs auf dem Tisch und ich habe natürlich auch meine Kamera dabei gehabt und habe ein bisschen die Insta-Story gemacht. Übrigens, Leute, schaut gerne mal auf Insta vorbei, wenn ihr so Sachen nicht verpassen wollt. SWG.Huka einfach auf Insta suchen, dann findet ihr das schon schnell. Und da stand eben diese Pfeife auf dem Tisch und dann habe ich die Jungs halt mal gefragt, ey Jungs, coole Pfeife, gefällt mir gut vom ersten Eindruck, könnte ich gerade 1-2 Bilder für meine Insta-Story machen? Gesagt, getan. Er irgendwie schon voll motiviert, hier den Tisch aufgeräumt, alles beiseite geschoben, Pfeife schön hingestellt. Ich dachte schon so, Alter, der ist aber richtig motiviert, dass die Pfeife hier gut rüberkommt. Feier ich, dass er sich so viel Mühe für mein Bild und meine Story letztendlich gibt.
Ja, dann habe ich ein paar Bilder gemacht von der Pfeife und bin halt weggedackelt. Ne? Hat er noch gefragt, wofür ist das denn? Ich so, ja, halt für Insta, svg.huka, mache auch YouTube und so, bla bla bla. So, gesagt, getan und ne, danke fürs Bild, Jungs, euch noch viel Spaß, guten Rauch, haben noch kurz generell so über Shisha und Co. gequatscht, wie man das halt so macht auf Shisha-Treffen. Ja, dann bin ich halt weiter, bin wieder zu meinem Tisch, habe mich wieder hingesetzt, meine Pfeife weiter geraucht und so weiter und irgendwann kommt er zu mir. Also hier, du bist der Marvin von Shisha wirklich. So, ja, genau, das bin ich, ja. Ja, ist ja cool, ist ja cool. Und die Pfeife gefällt mir. Ich so, ja, macht doch einen super ersten Eindruck, sieht gut aus. Ich mag kleine Pfeifen, ich mag schlichte Pfeifen, ich mag gut verarbeitete Pfeifen, so, ne, scheint sie ja alles zu erfüllen. Vom ersten Eindruck her. So, ja. Also, ja, ja. Ich mach die. Und ich so, ach krass, also du bist Noble Dust. Also, ja, genau. Ich und noch ein Kollege sind Noble Dust. So, und dann hat er gefragt, ob ich gerne eine testen wollen würde. Und da habe ich gesagt, klar, sehr gerne. Deswegen, Leute, ihr seht's auch. Oben in der Ecke, es gibt Neuigkeiten, da steht jetzt immer Werbung, wenn Produkte gestellt sind oder ich Geld für ein Video bekomme oder. Also wenn es irgendeinen Grund gibt, den ihr wissen solltet, dass meine Meinung anders sein könnte, ich verspreche euch, das ist einfach meine ehrliche Meinung. Das Video sieht auch niemand vorher, kann auch niemand mehr mitreden, das ist einfach meine Meinung. Das heißt, jetzt wo ihr das gerade seht, sieht es Noble Dust auch zum ersten Mal. Und wissen auch nicht, was ich vorher gesagt habe. Aber so ist das halt. Alle Infos dazu findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Da werde ich immer noch einen Text dazu schreiben. Ob das ein gestelltes Produkt ist, ob das ein bezahltes Video ist, wie auch immer, was auch immer. Ich lasse euch das ganz transparent unten wissen, damit ihr auch Bescheid wisst. Ich verspreche euch von meiner Seite aus auf jeden Fall, es wird hier nichts abgesprochen, was es gibt. Es ist immer noch einfach mein Review. Es ist einfach nur eine kleine Aufmerksamkeit für die Arbeit, die ich mit den Videos habe. Oder halt eben einfach das Produkt. Je nachdem. Ne, deswegen wollte ich nochmal sagen, weitere Infos unten in der Info. Ja, und dann hat er mir jedenfalls diese zwei Pfeifen hier zur Verfügung gestellt. Wir sehen hier auf der linken Seite die Noble One in der normalen Version. Hier ganz normal mit Edelstahl, hier mit einem Holzsleeve und der Frozen Bowl. Es gibt verschiedene Bowls, es gibt ganz verschiedene Sleeves, es sollen dann noch viele weitere Sleeves kommen. Ihr seht hier drüben das Carbon Sleeve, da seht ihr Holz, es gibt auch noch eine andere Holzoptik. Es gibt noch Sleeves, die in Kooperation mit Mose gemacht werden, also Epoxy Sleeves, was ich auch super nice finde, dass sie da einfach zusammenarbeiten, anstatt sich irgendwie gegenseitig abzufacken oder so, wie es so oft in der Shisha-Szene ist. Die haben zusammen Sleeves gemacht, es sollen vielleicht noch Leder-Sleeves kommen und viele, viele weitere Sleeves. Also da sollte vom Style her auf jeden Fall schon mal für jeden was dabei sein. Und man kann seine Pfeife immer wieder ein bisschen aufpimpen, sodass sie einen neuen Eindruck macht, damit man einfach ein etwas neueres Gefühl hat beim Rauchen der Pfeife. Finde ich eine geile Idee bei diesen Wechselsleeves, deswegen feiere ich auch schon Mose so sehr mit den ganzen Wechselsleeves für die Breeze, aber die sollen eben auch hier kommen. So, was kostet das Ganze? Wo kommt das Ganze her? Ganz wichtig, das ist komplett made in Germany. Bis auf die Bowl. Ja, Bowl, wir wissen eh, die Expertise liegt in Tschechien. Ob das Glas jetzt aus Tschechien kommt oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Weiß ich nicht, wo es herkommt. Aber die Pfeife, also die Metallteile an sich, sind alle made in Germany. Finde ich sehr, sehr geil. Jetzt sehen wir, okay, Digga, so die Hartplastikpfeifen, die kosten ja schon so 130 bis 150 Euro in der Größe. Jetzt ist es Edelstahl und made in Germany. Was kostet das Ding dann? Und da war ich relativ positiv überrascht. Kostet 169 Euro, kommt halt nackt, ohne Schlauch, Mundstück und so, aber wenn man das mit anderen Pfeifen vergleicht, die in einem ähnlichen Preispunkt sind, finde ich das für Made in Germany immer noch sehr, sehr nice mit 169 Euro. Und übrigens, bei Noble Dust funktioniert auch Code SWG, das heißt, ihr habt nochmal 17 Euro weniger, das heißt, ihr seid dann schon so fast bei 150 Euro, was ich echt geil finde. Ihr habt es eben im Aufbau schon gesehen, ja, es ist eine relativ simple Pfeife, es ist eine kleine Pfeife, ist ungefähr so groß wie eine Mose Breeze, also ungefähr so 35 cm bis Kopfadapter, würde ich sagen. Ihr habt einen gekürzten 18/8 Schliff, ihr habt einen 18/8 Kopfadapter, was ich sehr, sehr geil finde, das heißt, ihr könnt den Teller hier abnehmen, könntet noch einen Molassefänger dazwischen packen oder was auch immer ihr dazwischen packen wollt. Könntet ihr auf jeden Fall, wenn ihr das möchtet, oder einfach nur den Teller abnehmen, um in die Küche zu gehen und um einen neuen Kopf anzumachen oder so. Ne? Ist dabei, kann nicht schaden, hat man. Was man bei einem Made in Germany Produkt natürlich erwartet, ist eine geile Verarbeitung. Und ich finde, da liefern sie ab. Also ich hatte keine Gewinde, die haken, keine scharfen Gewinde, keine scharfen Kanten an den Tellern oder so. Alles lief wunderbar, der Schliff passt wundervoll, ist mir nie rausgerutscht, obwohl er so kurz ist. Das fand ich krass, also nur wenn man genau in dem Winkel nach oben zieht, geht er relativ einfach raus. Aber er ist mir nie rausgegangen, wo ich es nicht wollte. Das auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und die Verarbeitung passt einfach, ja. Also die Pfeife ist made in Germany, man erwartet gute Verarbeitung, aber man bekommt auch eben gute Verarbeitung. Was ich auch noch zu dem Style sagen muss, ist, die Bowls gibt es auch in verschiedenen Varianten. Ich habe jetzt hier zweimal die Frozen in derselben Form. Ist halt meine Lieblingsform, habe ich mir halt so ausgesucht.
Bei der Frozen sieht man manchmal, wenn da gerade Wasser drüber läuft, ich habe die halt eben noch sauber gemacht für euch, dann sieht man das immer noch ein bisschen. Wenn die dann getrocknet ist oder man die abtrocknet, dann sieht man natürlich nicht mehr hier diese Streifen. Ne? Das ist ganz klar. Ich glaube, bei der sieht man es besser, dass die Streifen dann weggehen. Zur Optik, Leute, das ist halt immer subjektiv so. Die Pfeife muss euch gefallen. Bei mir, ihr wisst, ich mag kleine Pfeifen, ich mag simple Pfeifen. Und da holt die mich halt komplett ab. Also viel simpler wird es halt eigentlich einfach nicht mehr. Die Base ist super filigran und klein, was ich super schön finde. Carbon finde ich schön. Ich finde aber auch die Holzoptik hier irgendwie nice. Also ich könnte mich gar nicht zwischen Holz und Carbon entscheiden. Ist ja aber auch eigentlich kein Problem, muss man ja nicht. Man kann sich einfach beide Sleeves holen. Dann hat sich die Sache nämlich. Aber ganz subjektiv, meine Meinung zum Design. Ich finde die Pfeife sehr, sehr schön. So, die andere Kategorie, die wir ein bisschen besser bewerten können, wo es nicht einfach nur drauf ankommt, gefällt es dir oder gefällt es dir nicht, ist das Rauchverhalten. Durchzug, Leute, ich nehme einmal wie gewohnt einen vollen Zug, damit ihr so ungefähr einschätzen könnt, wie das Ganze ist. Also Durchzug auf jeden Fall wunderbar. Sehr, sehr geiler Durchzug. Ich finde sogar in der Kategorie kleine Pfeife vielleicht der beste Durchzug, den ich kenne. Also er ist mir sogar fast schon ein Ticken zu krass. Ich mag es ja, wenn so ein leichter Widerstand da ist. Viele sagen so, Digga, ich will da richtig ballern können. Ich will richtig Durchzug am Start haben. Dann ist die Noble Dust auf jeden Fall genau eures. So, Rauchverhalten, Entlüftung bzw. Anzug müssen wir vorher noch kurz drüber reden. Aber bei so einer kleinen Pfeife mit einem kleinen Bowlvolumen, das ist kein Ding, das ist wunderbar. Entlüften ist auch noch so ein Thema. Finde ich ganz witzig. Es ist nicht mein Lieblingsentlüftungssystem her, von der Rauchmenge, wie das aussieht. Es sieht nicht nach so ultra viel Rauch aus, aber es ist wenigstens nicht einfach hier noch so ein Plömpel dran, der entlüftet. Also schon mal besser als Standard, aber ich finde, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr für die Zukunft, aber da sind wir mal gespannt, was Noble das noch so im Petto hat. Wir sehen hier diesen Ring, ihr habt es im Aufbau ja schon gesehen, und unter diesem Ring kommt eben dann der Rauch raus. Man kann damit so ein bisschen spielen, man kann fester pusten, dann schießt es ein bisschen mehr nach unten, man kann ein bisschen weniger fest pusten, dann ist es ein bisschen flacher. Das ist eine nette Spielerei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so gewollt war oder so gedacht ist, aber so kann man es eben machen und ich finde, es sieht ganz nice aus. Ist nicht mein Lieblingsentlüftungssystem, aber ist immer noch deutlich besser als Standard. Also ich finde es ganz nice, aber wie gesagt, besser als Standard, aber jetzt nicht mein, nicht das schönste Entlüftungssystem, das ich kenne. Also gerade für die Größe von der Pfeife finde ich es noch sehr nice, dass sie das eben hier noch mit in die Base reinpacken konnten, weil es ist schon eine sehr filigrane Base, auf jeden Fall. Was man auch noch kurz zu Noble Dust sagen muss, ich habe es ja am Anfang kurz erwähnt, Noble Dust ist ja schon bekannt hier für diese Zangen oder für diese Zangen, also machen sehr, sehr schöne viele Zangen, die auch sehr, sehr geil sind. Also das hier ist mit einer meiner Lieblingszangen. Die ist von der Funktion her okay. Ja, man hat trotzdem hier vorne dann praktisch sozusagen die Spitze hier oben von der Axt. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch, aber sieht dafür sehr, sehr geil aus und man kann die hier so schön an die Pfeife hängen. Das finde ich sehr geil. Und diese Tabakboxen hier, beziehungsweise diese Tabakgläser oder Behältnisse, da werde ich auch sehr oft nachgefragt, von wem die sind auch von Noble Dust. Also die kann man da auch holen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Code SWG auch auf die Dinger hier geht. Auf die Pfeifen gibt es auf jeden Fall Code SWG10. Was auch noch ganz cool ist bei Noble Dust, was jetzt demnächst kommen wird, ihr seht schon vielleicht einen leichten Unterschied zwischen diesen zwei Pfeifen. Man hat es im Aufbau vielleicht eher gesehen. Das hier ist eine matte Variante. Hier wurde der Edelstahl nochmal gesandstrahlt, sodass das Metall an sich matt ist. Eine sehr, sehr coole Optik. Es wird eine Reihe von 10 limitierten Pfeifen geben, also 10 limitierte Noble One, die mit dieser matten Optik kommen. Und was ich auch ganz geil finde, man kann seinen Namen eingravieren lassen. Das heißt, diese 10 limitierten werden mit gravierten Namen zu euch nach Hause kommen. Das Ganze kostet dann ein bisschen mehr. Übrigens, die gesamtgestrahlte Bowl kostet auch nochmal 15 Euro mehr. Ist halt auch einfach nochmal ein Arbeitsschritt, der natürlich mitbezahlt werden muss. Deswegen finde ich okay, dass das auch ein paar Euro mehr kostet. Ist eigentlich bei anderen Herstellern genauso. Dass eine sandgestrahlte Blizzard Bowl oder so kostet auch ein paar Euro mehr als eine Clear Bowl von Aeon zum Beispiel. Aber das finde ich eine ganz nice Sache. Dauert dann halt ein bisschen länger, bis die geliefert werden können. Lieferdatum sind, glaube ich, 10 oder 14 Tage. Aber da muss ja auch noch ein Name drauf graviert werden. Also müsst ihr die kaufen, dann euer Name hinschicken, dann wird der Name drauf graviert. Dann kriegt ihr eine Pfeife, auf die euer Name eingraviert ist, was auf jeden Fall ganz nice ist. Ja, ich habe hier den Prototyp gerade da, damit ich euch das zeigen konnte. So ist es normal Edelstahl, so ist der sandgestrahlte Edelstahl. Wenn ich die Wahl hätte, ich glaube, ich würde lieber den gesandgestrahlten nehmen. Sieht schon deutlich geiler aus. Kostet halt auch einfach nochmal 30 Euro mehr. Also im Endeffekt liegt die Wahl bei euch. Wenn ihr schon immer mal eine Pfeife mit eurem Namen haben wolltet,
wäre das vielleicht ganz cool. Also Leute, grob zusammengefasst. Lieferumfang, hätte man noch einen Schlauch und ein Mundstück dazu packen können. Auf der anderen Seite, die Pfeife kostet halt nur 170, beziehungsweise mit Code SWG10 nochmal 10% weniger. Ist made in Germany, dafür ist der Preis auf jeden Fall mega gerechtfertigt. Verarbeitung ist top, Optik muss einfach immer euch gefallen und Rauchverhalten finde ich auch sehr, sehr nice. Die Idee mit den limitierten Pfeifen, auf die ihr noch einen Namen eingravieren könnt, finde ich auch sehr, sehr geil. Also alles in allem eine nice Idee. Für wen ist die Pfeife? Ich würde sagen, für Leute, denen Qualität sehr, sehr wichtig ist, die aber eine kleine und schlichte Pfeife haben wollen. Und ich finde, da gibt es auch nicht wirklich was Vergleichbares in der ähnlichen Kategorie. Willst du ein russisches Design und greifst du wahrscheinlich zu Mose? Willst du deutschen Edelstahl und deutsche Verarbeitung? Dann greifst du eben hier zu der Noble One. So viel auf jeden Fall zu meinem Review von der Noble One. Wenn ihr noch Fragen habt, Leute, schreibt es gerne in die Kommentare. Gucke ich oft durch, beantworte jeden, der da eine ordentliche Frage stellt. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.